Herr Präsident, meine Damen und Herren, wunderbare Worte gerade eben verklungen. Und auch ich will noch mal daran erinnern, es gab eine Koalitionsvereinbarung von 2011, in der ein einziger Satz zur Stiftung stand. Und ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, die Handlungsfähigkeit der Stiftung Naturschutz Berlin soll durch eine entsprechende Änderung des Gesetzes über die Stiftung gestärkt werden, indem die Organisationsstruktur der Stiftungsgremien gestrafft werden. Ja, so ein Satz, der löst dann schon mal Verwirrung aus innerhalb der Stiftung und in den ehrenamtlichen Gremien, dem Vorstand genauso wie im Stiftungsrat. Und lange Zeit war auch gar nicht klar, wohin die Reise gehen sollte, weil es lag ja noch gar kein Gutachten vor. Eine vom Senat beauftragte Studie lag dann eben erst im April 2013 mit dem Titel Strategische Neuausrichtung der Stiftung Projektergebnisse vor. Neben der Betrachtung des Aufgabenspektrums nimmt in diesem Papier die Verbesserung der insbesondere durch die allgemeine Finanzkrise verursachte Finanzsituation viele Seiten ein. Interessant sind darin die aufgeführten Finanzierungsmodelle in anderen Bundesländern, die den jeweiligen Stiftungshaushalt zu 100% aus dem Landeshaushalt finanzieren, wie in Niedersachsen, oder eben dreistellige Millionenbeträge im Stiftungskapital einschließlich Liegenschaften bereitgestellt haben. In Schleswig-Holstein ist so ein Kandidat. Unsere Naturschutzstiftung hat die Studie ausgewertet und schon vor einem Jahr einen Vorschlag für die Neuausrichtung in Form eines Gesetzes vorgelegt, der, wie schon vorhin von Herrn Freimark gesagt wurde, in einem optimistisch wirkenden Fachgespräch im November 2014 hier im Gebäude auch beraten wurde. Meine Damen und Herren, es reicht nicht, die Stiftung für ihre erfolgreichen Projekte wie den Langen Tag der Stadtnatur, die Organisation des Freiwilligen Ökologischen Jahres und die Unterstützung der Umweltbildung zum Beispiel durch die Aktion Berlin tüt was zu loben. Die Arbeit im Stiftungsrat war zumindest für mich gerade durch die Fachexpertise der Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Umweltverbänden ein Zugewinn. Mit ihnen kann über Inhalte diskutiert werden, während die Vertreter der Senatsverwaltung oft vom finanzpolitischen Druck zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gesteuert wurden. Klar sollte uns als Gesetzgeber auch sein und dem Senat natürlich, dass es in der sich weiterentwickelnden Stadt Berlin auch im Naturschutz nicht ohne Geld geht. Wir Linke wollen ausdrücklich nicht auf die wertvolle und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Arbeit der Stiftung verzichten, weil sie bürgerschaftliches Engagement bündelt, seit Jahrzehnten Umweltaktive berät, unterstützt und durch organisierte Bildungsarbeit für ein Umweltbewusstsein bei allen Bevölkerungsschichten wirkt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Möglichkeit, eine Naturschutzstiftung in der Stadtgesellschaft Spenden und Zustiftung zu sammeln, hängt auch mit der Wertschätzung ihrer Arbeit durch die politisch Verantwortlichen in der Stadt ab. Das muss bei der weiteren Debatte über die Neuausrichtung und der geplanten Entnahme von Stiftungskapital für die tiefen Löcher im Landeshaushalt auch klar sein. Meine Damen und Herren, ein Gesetzentwurf des Senates liegt nun vor. Wir werden ihn in den Ausschüssen diskutieren und mit dem Haushalt 2016-2017 Flöcke für die weitere Finanzierung der Stiftungsarbeit setzen können. Nehmen wir also diesen Start der parlamentarischen Debatte zur Neuausrichtung der Berliner Naturschutzstiftung auch als Chance für mehr Aufmerksamkeit für die Belange unserer natürlichen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, deren Erhalt im Stiftungszweck bisher ja auch verankert ist. Für eine breite Wirksamkeit der Stiftung dürfen wir keine Schrumpfung der Stiftung zulassen. Wir sollen die ehrenamtliche Arbeit stärken, nicht ausgrenzen. Die Stiftung Naturschutz Berlin soll keine Abteilung der Senatsverwaltung werden, deren Arbeit durch einen kleinen Beirat mit Beratungsauftrag aufgehübscht wird. Ich freue mich auch auf die Debatte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.